Salz und Licht. Move Audio, das Magazin der Allianz Mission zum Hören. Circa 5 Millionen Muslime leben in Deutschland. Und wir möchten mehr von ihnen mit der guten Botschaft des Evangeliums erreichen. Dafür haben wir den Injil-Fonds eingerichtet. Felix Wiegner stellt ihn vor. Injil, arabisch für Evangelium. Schon wieder dieser Traum. Ibrahim stand langsam auf und sah noch immer das Gesicht des Mannes vor sich, der ihm erneut im Traum begegnet war. Wie schon letzte Nacht hatte ihn der Mann eingeladen. Aber wohin und wozu? Wer war dieser Mann? Es dauerte einige Zeit, bis Ibrahim ihm begegnete. Es war ein ägyptischer Christ, der auf einer Veranstaltung sprach, zu der ein irakischer Freund Ibrahim eingeladen hatte. Zunächst war Ibrahim erstaunt, genau diesen Mann vorne auf der Bühne zu sehen. Aber als er dieselben Worte sprach wie im Traum und ihn wieder einlud, dazu einlud, Jesus kennenzulernen, da gab es für Ibrahim kein Halten mehr. Er betete mit ihm und ließ sich einige Wochen später taufen. Immer wieder dürfen wir solche Geschichten miterleben. Gott selbst begegnet Muslimen durch Träume oder Visionen. Seine Liebe sprengt das Vorstellungsvermögen und sein Wunsch nach Beziehung zu uns Menschen durchbricht unsere Realität. Manchmal braucht es nur eine Einladung zu einer Veranstaltung. Aber oftmals braucht man auch einen langen Atem und Geduld, bis Veränderung eintritt und sich Menschen für Jesus entscheiden. Menschen anderer Kulturen ein Zeugnis zu sein, fällt schwer, wenn es keine Begegnung im Alltag gibt. In Deutschland leben ca. 5 Millionen Muslime. In unserer Gemeindelandschaft ist jedoch ihr starkes zahlenmäßiges Wachstum, insbesondere auch herbeigeführt durch die Flüchtlingsbewegungen der letzten 10 Jahre, nicht angekommen. Ein Grund hierfür ist sicherlich die für typisch deutsche Gemeinden kulturelle Andersartigkeit der meisten Muslime. 50% aller in Deutschland lebenden Muslime sind Türken und Hand aufs Herz, wie viele Türken kennen Sie, die in unsere Gemeinden kommen? Sicherlich fällt es vielen deutschen Christen schwer, mit Menschen anderer Kultur und Herkunft über den Glauben zu sprechen. Ich selbst möchte mich da nicht herausnehmen. Meine Beziehungskreise sind, das muss ich ganz ehrlich gestehen, nicht der multiethnischen Bevölkerungsrealität entsprechend. Menschen anderer Kulturen ein Zeugnis zu sein, fällt logischerweise schwer, wenn es keine Berührungspunkte im Alltag gibt. Dankbar bin ich für meine Glaubensgeschwister, wie Jonathan oder Ramin, ehemalige Muslime, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und von Gott nach Deutschland berufen wurden, um hier unter farsisprachigen Migranten zu arbeiten. Mehrere MBB, also Muslim Background Believers, also Gläubige mit muslimischem Hintergrund, arbeiten heute im Team Internationale Gemeindearbeit in Deutschland bei der Allianzmission. Sie betreuen Migrantengruppen innerhalb von Gemeinden, evangelisieren in Großstädten oder leiten deutschlandweit Hauskreise über Zoom. Merdat, ein iranischer MBB aus dem Team der Allianzmission, sagt über die Chancen und Möglichkeiten: Als iranischer MBB wollte ich, sobald ich zum christlichen Glauben gekommen war, die anderen unerreichten persischsprachigen Mitbürger für Christus erreichen. Wir leben in Deutschland in einer Zeit, in der Menschen aufgrund von Kriegen oder wirtschaftlichem Versagen ihre Heimatländer verlassen und hierher kommen, um Sicherheit und Stabilität zu finden. Eine Migration dieses Ausmaßes bringt kulturelle und politische Herausforderungen mit sich, bietet aber auch eine nie dagewesene Chance für die Ortskirche, ihren Missionsauftrag zu erfüllen. Meine Vision und mein Ziel ist es, die nächste Generation persischsprachiger Missionare und Leiter in Europa auszurüsten und zu entwickeln. Dies ist unser Anliegen, dass immer mehr Muslime die gute Nachricht von Jesus Christus hören und zu Jüngern Jesu werden. Das Team der internationalen Arbeit in Deutschland arbeitet mit Migranten jeglichen religiösen Hintergrundes,
Aber allein die Gruppe der muslimischen Migranten umfasst 14 Sprachen, die aktuell erreicht werden. Der größte Schwerpunkt dabei ist Farsi, mit einer Arbeit unter Iranern mit 4 Mitarbeitern, dessen Finanzierung jedoch eine große Herausforderung darstellt. Im Gegensatz zu ihren deutschen Kollegen fällt es den Missionaren mit ausländischer Herkunft deutlich schwerer, sich einen Unterstützerkreis aufzubauen. In der Regel gibt es weder eine deutschsprachige FEG als sendende Gemeinde, noch familiäre Netzwerke, auf die sie zurückgreifen könnten. Für die große Gruppe der türkischsprachigen, also Bulgaren und Türken, fehlt es auch an finanziellen Mitteln, um bewährte und befähigte Christen für den Dienst freizustellen. Sterio Hristov zum Beispiel würde gerne mehr seiner Zeit in die Evangelisation investieren. Deshalb haben wir den Injil-Fonds eingerichtet. Injil ist die arabische Übersetzung von Evangelium und in der gesamten muslimischen Welt eine Beschreibung der Offenbarung von Jesus Christus. Denn dies ist unser Anliegen, dass immer mehr Muslime die gute Nachricht von Jesus Christus hören und verstehen. In den Fonds können alle einzahlen, denen die Evangelisation unter Muslimen ein Anliegen ist. Aus den Mitteln des Fonds werden dann die Missionare bezahlt, die über eine unzureichende Spendenabdeckung verfügen, sodass sie für ihren wertvollen Dienst freigesetzt werden können. Jede Spende wird dafür eingesetzt, dass in Deutschland Mission unter Muslimen möglich wird. Beteiligen auch Sie sich als Privatperson, Hauskreis, Gemeinde oder Organisation. Online unter allianzmission.de/Injilfonds oder mit dem Verwendungszweck Injilfonds. Dankeschön. Die aktuelle Ausgabe der MOVE abonnieren oder online lesen unter allianzmission.de/MOVE.